Ich bin eine Sinditzer. Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit. Wir hatten gute Eltern. Wir waren keine Millionäre. Aber wir waren zufrieden. Wir hatten Geborgenheit. Wir fuhren im Frühjahr mit Pferd und Wagen über Land, den ganzen Sommer über. Es war nicht die Romantik, so wie man sie heute hinstellt. Es war das Brot. Wenn meine Eltern ins Geschäft fuhren, dann nahmen sie uns mit. Und da brauchten wir einen Wohnwagen und auch zwei Pferde. Beide waren im Geschäft. Wir gingen zur Schule, wo wir gerade waren. Viel lernte ich von meinem Vater. Meine Eltern hatten das Geschäft angemeldet. Sie bezahlten Steuer. Wenn wir von Baden nach Württemberg oder nach Bayern, hauptsächlich Bayern, gereist sind, dann mussten meine Eltern, nicht nur meine Eltern, alles im Leben. Eine Zweitsteuer bezahlen, Gewerbesteuer. Die Steuer, die sie in Baden bezahlt hatten für das Gewerbe, hatte keine Gültigkeit in Bayern. Oft hatten wir einen schönen Platz und dann kam die Polizei. Wir waren gemeldet. Wir hatten so ein Anmeldebuch. Eins für die Schule und eins für die Gemeinde. Bekamen wir Aufenthaltsgenehmigung, 2, 3 Tage, manchmal eine Woche, je nachdem, wie das Geschäft lief. Oft waren wir gemeldet, aber wir durften nicht stehen bleiben. Dann kam die Polizei und hat uns wegtransportiert. Und diesen Transport nannte man damals Schub. Ja, sie kontrollierten, nahmen alle Papiere weg. Und so transportierten sie uns von Bayern nach Hessen. Die Hessen nachher wieder nach Baden. Wenn man Pech hatte, waren wir wochenlang unterwegs. Unseren Wohnsitz hatten wir zu dieser Zeit in Heidelberg. Dann begann 1932. Lief ich als Kind immer über die Brücke. Das ist die alte Brücke, die alte Neckarbrücke. Und gleich in der Nähe auf der anderen Seite war ein Kolonialwarengeschäft, hieß es, ja. Und auf der Theke stand ein Ständer und da waren so verschiedene kleine Würstchen dran. Und diese Würstchen, die glänzten. Und der Besitzer von diesem Geschäft, er hieß Kisselhorst. Er hatte eine Glatze. Und diese Glatze hatte die gleiche Farbe und glänzte auch so wie diese Mettwürstchen. Und jedes Mal, wenn ich so eine kleine Wurst sah, dachte ich, es ist der Kopf vom Kisselhorst. Ich habe so eine Wurst nie angefasst. Und ich trieb mich immer auf der anderen Seite des Neckars in der Altstadt herum. Und eines Tages hörte ich schrilles Auftreten und dann sah ich sie, die so Krach machten. Das waren schmale Gässchen mit Kopfsteinpflaster und das hallte so. So diese Gässchen, sagten wir damals, schmale Handtücher. Und da waren diese Männer in Uniform. Ich habe sie nicht gesehen, nur dieses Marschieren, das machte mir Angst. Und da gab es einen studierten Mann. Er kam oft zu uns. Er wusste sehr viel. Es war ein sehr begabter Mensch. Wenn er Hunger hatte, kam er zu uns. Und Mama gab ihm, was er brauchte.
Denn das ist bei uns in die Sitte. Gastfreundlich zu sein. Wir geben, was wir haben. Was wir nicht haben, können wir nicht decken. Nicht. Lasst euch nie nachsagen, dass ihr nicht gastfreundlich seid. Egal wer es ist, gebt zu essen, zu trinken. Sprecht nicht darüber. Es ist selbstverständlich. Er sah auch voraus, was das Hakenkreuz uns bringt. Er sagte einmal zu meinem Vater, weißt du, Josef, dieses Hakenkreuz wird einmal euer Grabkreuz sein. Und da habe ich oft, Jahre danach, ich daran gedacht. Was aus ihm geworden ist, ich weiß es nicht. Die Arbeitslosigkeit war sehr groß im Saargebiet. Es gab viele Kohlenbergwerke, aber die waren nicht in Betrieb. Es gab aber Schwarzarbeiter und auch Schwarzhändler. Ich dachte immer zu dem Mann, wo kommen die Männer her? Ich habe Männer gesehen, die sind da rein, die sind plötzlich weg. Auf der anderen Seite habe ich welche gesehen, die kommen aus der Erde raus. Und da sagt die Mami, das sind Arbeiter. Die suchen nach Kohle. Naja, wir konnten uns nicht lange halten. Wohl oder übel zogen wir wieder zurück nach Heidelberg, blieben aber dann dort nicht mehr lange. Kurze Zeit. Und meine Eltern kauften sich dann ein Haus in Hebenheim. Das Häuschen war mitten in der Altstadt. Schunkengasse 11. Direkt unterhalb der Stadtkirche. Wir hatten nicht viel Auslauf. Es war alles eng, Haus an Haus. Der Hof war so klein, da sagte meine Mama immer, es ist so groß wie ein Fingerhut. Aber was soll's, über den Winter geht's, im Sommer sind wir ja nicht hier. Wir waren mal unterwegs im Sommer. Es war im Monat Mai. Und in katholischen Gegenden war es damals üblich, jeden Abend, 8 Uhr, Maiandacht. Zu Ehren der Mutter Gottes. Im Sommer ist es hell und wir sind hin, wie Kinder. Und als wir vor der Kirche standen, und dann sagte eine Frau, was wollen die Zigeunerkinder hier? In unserer Kirche? Nein. Wir liefen heim. Wir waren aufgelöst. Ja, und dann wollten die Kinder mit uns nicht mehr spielen. Kinder kennen keinen Rassismus, keine Feindlichkeit. Sie sind unbelastet. Solange es man ihnen nicht beibringt. Da haben sie uns weggejagt und haben immer gesungen das Lied, vielmehr gekrölt. Lustig ist das Zigeunerleben. Was hatten diese Kinder überhaupt, Menschen, eine Ahnung? Denn nicht sind die, welch ein lustiges Zigeunerleben wir hatten. War es lustig? Es war damals 34, 35. Ja, und Dada hat mich angemeldet beim Stadtpfarrer. Er hieß Eckstein. Es war ein guter Mensch.
Er hatte eine Art, gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen, ohne dass man es ihm übel genommen hatte. Ich kann mich entsinnen, als er in die Kirche predigte, bevor ich zur Kommunion ging. Er sagte nicht Zigeuner, nein. Er sagte ein Heidekind. Es weiß nichts von Jesus. Es weiß nichts von Gott. Nichts vom Paradies. Aber es ist ein Gotteskind. Es wird hier zur Kommunion gehen. Und niemand kann es verwehren. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Es war ein guter Mensch. Er war groß, stark. Er hatte zwei Schwestern. Die eine Maria und die Anna. Sie führten den Haushalt. Ja, und dann ging ich zur Kommunion. Es waren alles blonde Köpfe. Mit Zöpfe, Bubiköpfe. Ich war die Einzige. Dunkle Haare. Ich war irgendwie so ein schwarzes Schaf zwischen Weisen. Eigentlich war Heppenheim ein ruhiges Städtchen. Ja, und dann kam, ich kann mich an dem Wort Pogrom nicht gewöhnen. Ich wusste erst gar nicht, als ich es hörte, was damit gemeint ist. Für mich war es und ist es die Kristallnacht. Stammt wohl von den Nazis. Die halbe Stadt stand da, am Marktplatz, als die Juden zusammengetrieben worden sind. Sie hatten solche Pappschilder am Rücken und auf der Brust. Saujude. Und die Synagoge brannte. Wir trauten uns nicht mehr raus. Und wir hörten Menschen verschwinden. Wir wissen nicht, wo sie hingekommen sind. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Ja, und dann war da jemand, der zum Dada sagte, hör mal, ich gebe dir einen guten Rat. Du siehst, was hier ist mit den Juden. Ihr kommt auch dran. Verkauf das Haus und verschwinde irgendwo hin. Wie gesagt, getan, ganz schnell. Ja, und dann sind wir nach Bayern. Nach Schweinfurt. Es gab noch einen Bruder von meiner Mutter. Die Frau war längst tot. Sohn und Tochter verschleppt. Er war sehr krank. Und die Mama machte sich Sorgen. Sie konnte nachts nicht schlafen. Die Mami war in Polen. Meine älteste Schwester mit ihrer Familie mit. Man hörte nichts mehr. Und so sagte ich, Mama, ich fahre dorthin. Ich bin schnell wieder zurück. Nein, mach das nicht. Du bleibst hier. Die Gefahr ist so groß. Ja, später erkannte ich, sie hat es geahnt, dass man mich verhaftet, weil ich den Wohnort verlassen habe. So war es auch. Ich konnte ihr die Nachricht nicht bringen. Ja, und so waren wir einige Tage unterwegs. Ohne Wasser und ohne Nahrung. Jeder hing seine Gedanken nach.
Angst, Hoffnungslosigkeit. Was wird werden? Ich wusste nicht, wo wir hinkommen. Ja, Auschwitz angekommen an der Rampe. Die Rolltüren zurück. Und dann hört man das Gebrüll. Da standen die Herren, die SS, die Herren über Leben und Tod, Schäfer und Gewehr. Und dann ging es nur mit einer Daumenbewegung. So viel war der Mensch wert. Ja, sie trieben uns an in einem Block und man hat uns alles abgenommen, was ich hatte. Ich hatte nichts mehr, noch nicht mehr eine Haarklammer. Ja, und dann in einem anderen Block. Ich musste mich auf einen Schemel setzen. Und dann fiel die Schönheit zu Boden. Dann mir das Haar geschoren. Als es so zu Boden fiel, habe ich geweint. Und die Aufseherin hat es bemerkt und tat das ihrige. Sie schnippte mit ihrem Stiefel mein Habit, als wäre es Dreck und Rat. Und da musste ich an die Mami denken. Seid halt schöner. Ich hatte Angst. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn Lastwagen kam, wer ist es? Bist du es? Bin ich es? Wer? Zu sehen täglich, wie Menschen umgebracht werden, wie sie verhungern, wie sie freiwillig den Tod suchen, wie sie zu Tode gefoltert werden oder durch. Das Radikale von der SS, aussichtslos. Die Arbeit habe ich getan, ich weiß nicht. Der Zwang war da, die musst du tun. Also schaffe es, solange es geht. Ja, ich war tot, obwohl ich lebte. Wir starben mit denen, die täglich ins Gas erschlagen, verhungern, erschossen. Oder durch Mengele seine Experimente umgebracht wurden. Dann kamen wir nach Ravensbrück. Wir wussten auch nicht, dass es nach Ravensbrück geht. Es wurde aufgerufen, aufstellen, Nummern verglichen, gezählt, wie viel Mal. Und dann marschierten wir raus aus dem Zigeunerlager. Ich weiß nicht, wie lange wir da unterwegs waren. Waren es 2 Tage, 3? Ich weiß es nicht. Wir kamen da nachts an, kleiner Bahnhof, es war dunkel. Ein kleiner, das ist nicht groß, ist ein Dorf. Das war erst eine Textilfabrik. Und dann hat die Wehrmacht es in Besitz genommen für diese Funkgeräte. Und wir sind gelaufen, gar nicht weit. Es ging so ein bisschen berghoch und da waren wir auch schon da. Es lag rechter Hand. Das Gebäude war groß, in der Dunkelheit. Man hat nur die Schatten gesehen. Es war ja Verdunkelung. Es brannten nur so abgeschirmte kleine Funzeln. Und da sind wir rein. Es waren Gitterstäbe davor, Mauer sowieso ringsrum schon. Von der Fabrik aus. Extra nochmal Stacheldraht. Und es war halt kein Auschwitz.
war keine Gaskammer. Und da waren Betten, wo immer zwei, für zwei Personen. Und da habe ich was gesehen, da lag ein Strohsack auf jedem Bett, auf den Brettern. Aber das war so fein wie Mehl. So verbraucht war es. Aber es war was. Es war ein Strohsack. Und das war in Auschwitz nicht. Das sind zwei Mädchen. Die eine war verheiratet, das war eine Frau. Die andere war noch ein Mädchen. Die waren aus Österreich. Die konnten flüchten. Wie sie das gemacht haben, weiß ich bis heute noch nicht. Aber wir haben 3 Tage, bekamen wir nur das Mittagessen. Unten in der Fabrik. Abendbrot gab es keine. Strafe stehen bis zum Umfallen. Und das war im September. Und das Wetter war schön. So hätten wir es nicht geschafft, keiner von uns. Und wir haben nur das eine. Die haben uns, dadurch wollten sie uns zwingen, wie die abhauen konnten. Wir wussten es ehrlich nicht. Und hätten wir es gewusst, Strafe hätten wir sowieso bekommen. Und dann hätten wir nicht verraten. Ja, und dann am 4. Tag haben sie eingefallen. Sie wurden geprügelt noch. Und ja, und dann verlangten die Aufseherin, Ruheaufseherin, ihr habt gebüßt, ihr habt Essensentzug, ihr habt Strafe bekommen. Jetzt müsst ihr das, was ihr eingesteckt habt, zurückgeben. Häftlinge sollen Häftlinge peinigen. Und da haben wir gestanden, bis es hell wurde, bis um 6. 6:30. Das war April, Anfang April. Anfang April. Manchmal Straße ein Stück, dann Feldweg, dann Querfeld ein. Und diese Rübensuppe gab es nicht, diese Art von Tee, was es nicht war, gab es auch nicht. Nur noch an jeden zweiten, dritten Tag so ein Stück Brot. Musste 3 Tage reichen. Manchmal mit Margarine oder ganz trocken. Die SS wurde verpflegt. Da tauchte immer ein Lastwagen auf. Die wurden auch ausgetauscht. Und die bekamen ihr warmes Essen. Das hat gerochen. Haben gesoffen und gefressen und gegrölt. Als wäre nichts geschehen. Der Befehl war, sitzen bleiben, wer den Kopf nach oben streckt, wird erschossen. Das hätten schon die Hunde gemacht. Die Hunde saßen da im Sprung bereit. Die wartete nur auf Befehl, die Hunde. Die SS ging da rein, haben gegessen und der Trupp kam raus, dann gingen die anderen rein. Hätten wir damals nur diese Schweinekartoffeln gehabt, auch nicht.
Und so tauchte dieses Motorrad auf. Und dann sind sie Bahn entlang gelaufen. Das hat mich eigentlich gewundert. Bahnstrecke ist doch immer eine Gefahr für Angriff. Und da war ein Wäldchen auf der linken Seite. Rechts war Bahngelände, ja. Und links war ein Wäldchen. Ein Stück weiter auf der anderen Seite vom Bahndamm war auch ein Wald. Es war nicht so, war mehr Gestrüpp als Wald. Und da haben sie uns reingetrieben. Bevor wir zu diesem Wäldchen kamen, sind wir an einem Bauernhof vorbei. Da wurde geschossen und ein Flugzeug kreiste. Und diese Verwirrung, die SS hatte Angst noch und noch, nicht um uns, die hatte Angst um ihr Leben. Wir dachten, wir hatten keine Angst. Aber hier waren wir im Wäldchen frei, als der Angriff vorbei war. Die SS hat noch nicht festgestellt, dass Häftlinge fehlen. Tauchen zwei Männer auf. Die zwei Mädchen waren aneinander gefesselt. Und der eine Mann hatte einen Korb mit Fressage. Flaschen waren noch zu sehen. Sie mussten sich ein Loch schaufeln. Die hatten dann solche Spaten, die man so auseinanderklappen kann. Hinknien. Der erste Schuss fiel. Sie fiel rein, sie lebte noch. Sie sagte was. Ich habe es nicht verstanden. Unmittelbar darauf fiel der zweite Schuss. Sie fiel auch von runter. Der eine SS-Mann kam an mit zwei Spaten. Jeder eine, vier. Wir mussten es schnell zuschaufeln. Wir haben geschaufelt. Zehn Uhr vormittags. Und dann hörten wir ganz in der Nähe, es donnert. Es kam näher. Die Erde vibrierte. Es wurde stärker. Die SS, die haben geschossen. Wie es war, wie die Amerikaner ins Lager kamen, ich weiß es nicht. Als ich zu mir kam, umklammerte ich ein paar Stiefel. Und in dem Moment wurde ich schon hochgehoben. Ja, und als ich auf die Beine stand, da fühlte ich eine Hand auf meinen Kopf. Jemand streichelte mir so über den Kopf.